Warum verbindet Jehova den großen Schlusskrieg mit Megiddo? Die Stadt Megiddo und das nahegelegene Tal Jezreel waren Schauplatz vieler Schlachten. In manche griff Jehova direkt ein. Zum Beispiel verhalf er Barak, einem Richter in Israel, am Wasser von Megiddo durch ein Wunder zum Sieg über ein kanaanisches Heer unter der Führung Siseras. Barak und die Prophetin Deborah dankten Jehova für diesen Sieg. Sie sangen: Vom Himmel aus kämpften die Sterne gegen Sisera, o Jehova. So lass all deine Feinde umkommen. Doch wer dich liebt, soll sein wie die aufgehende Sonne in ihrer Pracht. Auch im Krieg von Armageddon kommen Gottes Feinde um, und wer Gott liebt, wird gerettet. Bei den beiden Kriegen gibt es allerdings einen ganz wichtigen Unterschied. Im Krieg von Armageddon werden Gottes Diener nicht kämpfen. Sie werden nicht einmal bewaffnet sein. Ihre Kraft wird darin liegen, dass sie Ruhe bewahren und auf Jehova und sein himmlisches Heer vertrauen.